Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Video wird unterstützt durch Lush Schweiz und an dieser Stelle danke vielmals. Ich war am Lush-Event und zwar war ich dort mit Michelle, mit Sonja, Tabea und Steffi. Ich habe dort aber auch noch andere Leute getroffen, die ich schon gekannt habe, aber auch viele neue Leute kennenlernen. Und es war wirklich ein mega schöner Abend. Lush hat an diesem Abend die neue Kollektion vorgestellt von ihren Produkten, und zwar vom Halloween 2016, wie auch von Weihnachten. Und hat auch noch Geschenksideen vorgestellt, also was man eigentlich an Weihnachten könnte schenken könnte. Uns sind diverse Produkte gezeigt worden, wir haben alles ein bisschen beschnuppern und ausprobieren. Und es war einfach mega cool gewesen. Und es hat natürlich, wie ihr es kennt, bei Lush einfach so gut geschmückt. Ganz am Schluss haben wir noch dürfen von dem ganzen Traum, keine Ahnung was, also wirklich, dort sind so viele Produkte gestanden, ihr habt es vorhin gesehen, und aus diesen Sachen haben wir etwas auslesen, beziehungsweise wir haben mehrere Sachen mitnehmen. Und ich habe 5 Sachen mitgenommen und die werde ich euch jetzt vorstellen. Als erstes werde ich euch das kleine Accessoire da hinten zeigen, und zwar ist das so ein kleines Tüchli, das ich mitnehmen durfte. Es ist so Halloween-mässig. Und es hat so kleine Augen drauf, in verschiedenen Farben. Ich hoffe, man sieht es. Ich hoffe, es hat es fokussiert. Was ich mir als erstes ausgelesen habe dort, ist natürlich klar auch wegen der Farbe. Und zwar war das der Monsters Ball. Und der schmeckt so fein. Er schmeckt noch ein bisschen Mettenöl, hat auch noch, ich muss ablesen, sorry. Er schmeckt noch ein bisschen Mettenöl und Bergamottöl und fruchtigem Olipanumöl. Genau. Und es schmeckt so fein und ich habe so gerne so zitrusfruchtartige Düfte, das habe ich so gerne. Oh, ich habe mich auf jeden Fall wirklich müssen hüten, dass ich diese Badebombe nicht einfach ausprobiere, bevor ich das Video drehe. Und ich glaube, heute Abend bade ich mit dieser Badebombe. Was ich mir als nächstes ausgelesen habe von diesem Traumtisch dort, ist Goth Fairy, der Schimmer Massagebar. Und zwar sieht er so ein bisschen aus wie so ein Gnom. Und ja, auch der schmeckt unglaublich gut. Der Massagebar schmeckt nach Mandel, Bergamot und Grapefruitöl. Und oh, es schmeckt wirklich mega gut. Und was ich euch auch noch sagen kann, das ist eben wie gesagt ein Massagebar. Das heisst, ihr könnt auch auf euren Arm oder einfach den ganzen Körper könnt ihr den einstreichen. Und wenn ihr den eingestrichen habt, also ihr könnt dann das ein bisschen eben massieren und dann glitzert es so richtig auf der Hand oder auf den Armen, je nachdem, wo man es einstreicht. Man sieht es leider nicht gut, das kann ich wahrscheinlich auch nicht näher filmen, aber ich habe auch am Lush-Event dort, habe ich den ganzen Abend immer auch im Arm geschmeckt, wo die vom Lush mir das auf den Arm gestrichen hat, und ich das einfach so die ganze Zeit rumgelaufen. Ja, das sind die 2 Sachen, die ich aus der Halloween-Herbst-Kollektion mitgenommen habe. Was ich mir auslesen aus der Winterkollektion, das stelle ich euch jetzt vor. Und als erstes habe ich natürlich einfach etwas so Lustiges auslesen, und zwar der ist so cool und hat so ein Glöckchen unten dran. Sieht so ein bisschen aus wie ein Schleckstängel. Also nicht einfach reinbeissen, falls ihr dann den auch kauft. Man nennt den Chester, und zwar ist das ein wiederverwendbares Schaumbad. Und das könnt ihr entweder unter den Strahl heben, wenn ihr das Wasser einlaufen lasst, oder direkt in die Badwanne so ein bisschen umrühren und ja, wieder rausnehmen. Und wie gesagt, ihr könnt den mehrmals brauchen. Auch den habe ich noch nicht ausprobiert. Was schmeckt er überhaupt? Das habe ich gar noch nicht gesagt. Ich muss bei diesen Düften einfach immer ablesen. Es tut mir im Fall wirklich leid, aber ich möchte euch ja kein Seich erzählen. Und zwar schmeckt der Chester hier, der Kollege hier, schmeckt nach sizilianischer Mandarine und Bergamotte und ein bisschen nach Gardenien-Extrakt. Ja, es schmeckt wirklich mega fein. Ich habe das Gefühl, ja, es ist so. Jede Farbe schmeckt anders. Es sollte auch so sein, eigentlich. Am nächsten Stück hatte ich besonders Freude, weil ich nicht gedacht, dass ich mir wirklich ein Stück von dieser riesen Seife auslesen darf. Und zwar von Baked Alaska. So sieht die aus. Es ist ein echt grosses Stück, finde ich jetzt. Und auch da wieder so meine bevorzugte Duftrichtung, und zwar nach Zitrusfrüchten. Und ganz genau drinnen hat es Zitronen und belebender Grapefruit. Oh, es schmeckt einfach so gut. Heissen tut es eben, wie gesagt, Baked Alaska. Und das ist eine Seife. Auch die habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht.
Aussen dran sieht sie so aus. Es war so eine riesengroße Kugel. Oh, es schmeckt einfach so gut. Oh. Wie gesagt, YouTube sollte Geruchs Videos anbieten. Das letzte, was ich mitgenommen habe, und zwar durfte ich das mitnehmen, weil ich es einfach noch nie gesehen habe. Ich habe noch nie im Leben etwas gehört von einem Lippenpeeling. Ich weiss, ich lebe wahrscheinlich total hinter dem Mond, aber ich durfte das mitnehmen. Und zwar habe ich natürlich ein lilafarbene mitgenommen. Und das ist, wie gesagt, ein Lippenpeeling, das ihr euch auf die Lippen tun könnt, mit den Lippen so machen, wie wenn ihr einen Lippenstift oder Lippenpomade verteilen würdet. Und dann, nach einer gewissen Zeit, könnt ihr das einfach abschlecken. Also ihr könnt das durchaus essen. So, und jetzt komme ich zu meinem Gewinnspiel. Ich habe noch nie etwas gehört vom Lippenpeeling. Ich weiss nicht, ob ihr es schon gekannt habt. Ich nehme jetzt einmal an, meine Beauty-Kolleginnen oder die aus der Beauty-Branche, die haben sicher schon davon gehört. Ich auf jeden Fall nicht. Und darum habe ich bei Lasch angefragt, ob ich echt unter meinen Zuschauern so ein Lippenpeeling dürfte verlosen. Und sie waren dabei und haben gesagt, ja klar Simi, wir stellen dir 3 dieser Lippenpeeling zur Verfügung, die du unter deinen Zuschauern darfst verlosen. Mitmachen kann an dieser Stelle jeder, der will. Also es dürfen auch meine Freundinnen oder Freunde mitmachen. Ich tue nicht anhand von Kommentaren auslesen, wer denn gewinnt, sondern ich tue es per Los entscheiden. Das heisst, es kann jeder mitmachen und der gewinnt, hat wirklich einfach gewonnen, weil er einfach Glück gehabt, weil ich ihn gezogen habe. Ja, und was müsst ihr jetzt genau machen, um das Lippenpeeling zu gewinnen? Ihr müsst unter das Video unten dran in der Kommentarbox einen Kommentar hinterlassen mit dem Produkt, das euch in diesem Video jetzt am meisten überzeugt hat. Ihr müsst mir gar noch keine Adresse in die Kommentare hineinschreiben, weil ich euch dann kontaktiere über die YouTube-Message-Funktion und erst dort müsst ihr mir die Adresse angeben, also erst dann, wenn ihr wirklich gewonnen habt. Verschickt werden die Lippenpeelings über Lasch direkt. Ihr bekommt aber von mir noch ein kleines extra mitgeschickt über. Und ja, ich glaube, das ist alles. Ah, bis wann könnt ihr mitmachen? Mitmachen könnt ihr bis zum 15. Oktober. Und 15. Oktober, Mitternacht, also am 16. Oktober, ist das Gewinnspiel bereits vorbei. An dieser Stelle noch danke vielmals an Lasch Schweiz, dass ich hier durfte, die 3 Peelings verlosen. Und ich freue mich ganz, ganz fest auf das nächste Event, weil es hat so fein geschmeckt bei euch und es war einfach schön gewesen. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen schönen Tag, wenn auch immer ihr das Video geschaut habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!